herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich überaus, dass wir uns heute Abend mit diesem Thema beschäftigen und noch mehr, dass wir mit Helga Kromp-Kolb, Österreichs renommierteste Klimaexpertin, zu Gast haben. Sie hat einen anstrengenden Tag heute hinter sich, unzählige Telefonate geführt. Das Thema des heutigen Abends hat ja erneut Brisanz erfahren durch die Steuerreform, die die österreichische Bundesregierung am Sonntag verkündet hat. Ökosozial lautete das schmückende Beiwort. Ob es diesen Titel auch verdient, davon wird heute Abend noch die Rede sein. Meine Damen und Herren, Sie werden sich erinnern, der Weltklimabericht platzte mitten in den August dieses Jahres und noch ganz unter dem Eindruck der Hochwasserereignisse in Deutschland, die kurz zuvor 180 Menschen das Leben gekostet hatten, schien es für einen Augenblick so, als würde der Gedanke an das eigene Überleben diesmal tatsächlich die Oberhand gewinnen, als hätten wir die Bereitschaft, etwas zu lernen. Aber dieser Effekt hielt nicht lange an. Mit heutigem Tag kann man sagen, dass viel davon bereits wieder in Vergessenheit geraten ist. Und der Titel der heutigen Veranstaltung, die unterschätzte Klimakatastrophe, könnte auch durchaus erweitert werden in die ewig unterschätzte Klimakatastrophe. Wir wollen uns mit den Konsequenzen beschäftigen, wir wollen Perspektiven entwickeln am heutigen Abend und niemand wäre berufener als Helga Kromp-Kolb, die bereits 2019 in einem Interview mit der Vorarlberger Journalistin Conny Bischofsberger den Satz gesagt hat, es muss jetzt etwas passieren. Das war vor 2 Jahren, jetzt 2 Jahre später. Frau Helga Kromp-Kolb, wo stehen wir? Sie sind an der Reihe. Danke für die Einladung und danke für die Einleitung. Leider geht das schon viel weiter als 2 Jahre zurück. Die Aussage, dass etwas passieren muss, ist schon wesentlich älter. Aber ich möchte zunächst einmal meinen Bildschirm teilen und versuchen, dass wir da gemeinsam uns ein Bild von der derzeitigen Situation schaffen können. So. Jetzt sollten Sie den Bildschirm sehen. Ja. Und ich möchte darauf hinweisen, dass das ein durchaus breiteres Phänomen ist, dass wir manche Krisen sehr stark wahrnehmen und andere viel zu wenig. Und es ist ein bisschen so, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und diese Bäume haben ganz unterschiedliche Gestalt, kommen in ganz unterschiedlicher Form daher. Es folgt sozusagen eine Krise auf die andere. Aber wenn wir den Wald sehen würden statt der Bäume, dann würden wir feststellen, dass viele dieser Krisen sich gemeinsam lösen lassen. Dass sie sozusagen gemeinsame Ursachen haben und daher auch gemeinsame Lösungen haben. Das heißt nicht, dass man nicht in der einen oder anderen Krise oder in jeder Krise auch krisenspezifische Maßnahmen setzen kann. Aber wenn wir nur krisenspezifische Maßnahmen setzen, dann werden wir das Gesamtproblem nicht lösen. Im Moment in den letzten 2 Jahren ist ganz im Vordergrund gestanden die Gesundheitskrise, die Corona-Pandemie. Da muss man sagen, bei aller Dramatik, sie drohte zu keiner Zeit, die Menschheit auszurotten, was zum Beispiel die Klimakrise sehr wohl tut. Wenn ich daher noch einmal auf das vorige Bild zurückgehe, dann kann man sozusagen diese Gesundheitskrise hier als vergleichsweise kleine Krise festmachen, hinter der sich eine Wirtschaftskrise entwickelt, die sich aus den Maßnahmen zur Lösung der Gesundheitskrise ergibt oder ergeben hat oder immer noch ergibt. Und hinter dieser baut sich eine Klimakrise auf. Wir können dort auch die Biodiversitätskrise sich vorstellen. Da bauen sich Krisen auf, die das Potenzial haben, die Zivilisation in Frage zu stellen. Und zwar insgesamt auf globaler Ebene. Und diese Dimensionen sind sehr unterschiedlich. Und wir müssen uns irgendwo anfangen, diese diversen Krisen doch irgendwie richtig einzuordnen. Heißt nicht, dass man nicht bei der Gesundheitskrise was machen musste, selbstverständlich. Aber die Frage ist, hat man aus den Augen verloren, was daneben noch passiert? Und noch eine Zahl dazu. Bisher, also in den 1,5 Jahren Gesundheitskrise,
gab es nach den Angaben, die man im Internet findet, ungefähr 5 Millionen Tote und geschätzte 8 Millionen, die durch die Maßnahmen verhindert wurden. Das sind gleich viel wie praktisch jedes Jahr durch Feinstaubsterben, der auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe zurückgeht. Noch einmal, ich will jetzt hier kein Herunterspielen von der Gesundheitskrise machen. Ich möchte nur versuchen, die Perspektive ein bisschen zu zeigen. Die 8 Millionen Tote der Corona-Krise haben die Welt in Aufruhr versetzt. Die 8 Millionen Tote, die jährlich auftreten, und das seit vielen Jahrzehnten, haben uns völlig kalt gelassen, um es brutal zu sagen. Also irgendwo stimmen unsere Relationen nicht. Und wenn wir uns die Wirtschaftskrise anschauen, wir hatten auch Wirtschaftskrisen nach den Ölpreiskrisen in den 80er, 70er und 80er Jahren. Wir hatten eine Weltwirtschaftskrise in 2008, 2009. Und wenn man sich anschaut, die Treibhausgasemissionen, dann sind sie nach jedem dieser Einschnitte, das waren Einschnitte, die hat man gemerkt an den Treibhausgasemissionen, sie sind nach jedem dieser Einschnitte wieder zurückgesprungen in die alte Entwicklung. Das heißt, selbst die Wirtschaftskrise, und ich gehe mal davon aus, dass das diesmal, wenn wir nicht anfangen, anders zu denken, auch nicht anders ausschauen wird. Der Einschnitt ist vielleicht ein bisschen tiefer, die Erholung wird vielleicht ein bisschen länger dauern, aber Erholung in Richtung auf eine noch größere Klimakrise. Das heißt, wenn wir diese dahinterstehende Krise nicht wahrnehmen, wenn wir uns nur konzentrieren auf das, was uns jetzt unmittelbar betrifft, dann beschleunigen wir diese wirklich existenzbedrohenden, und zwar Existenz der Zivilisation bedrohenden Krisen. Dass wir dazu neigen, alles irgendwo in ein Kastel zu setzen und nicht zu sehen, dass es gesamte Krisen, gesamthafte Krisen sind. Das hat Mobiot, der Journalist vom Guardian, vor kurzem in einem Artikel sehr schön dargelegt. Und das ist nur ein Beispiel, das er gebracht hat. Das Beispiel des nordatlantischen Glattwals, dessen Bestand nach Einstellung des Walfangs sich etwas erholt hat, aber jetzt wieder abnimmt. Und zwar einerseits wegen zunehmender Todesfälle und Verletzungen durch Schiffe und Fanggeräte. Warum nehmen die zu? Weil die Wale sich in andere Gewässer begeben mussten, weil ihre Hauptbeute, ein gewisses Krustentier, wegen des Klimawandels pro Jahr 8 Kilometer nach Norden wandert. Und sie kamen damit, und das ist natürlich wegen des Klimawandels, und sie kamen damit sozusagen in Gewässer, die für sie gefährlicher sind, weil dort die Schifffahrt stattfindet. Gleichzeitig geht die Geburtenrate dieser Wale zurück, wahrscheinlich wegen der Schadstoffe, die sich in ihren Körpern ansammeln und wegen des Meereslärms durch Schiffsmotoren, Sonargeräte und so weiter, und sie damit unter Stress setzen und zugleich ihre Kommunikation stören. Das heißt, sozusagen, es gibt sowohl bei der Sterberate eine Zunahme, die letztlich eine Fülle von Einflussgrößen hat, und auch eine Geburtenrate, die zurückgeht. Und gleichzeitig geht auch ihren Beutetiere zurück, weil dieses spezifische Krustentier in den Ruf geraten ist, zu Recht oder zu Unrecht, dass man daraus etwas Gesundheitsförderliches produzieren kann, das sich auch kommerziell verwerten lässt und damit der Fang dieser Tiere angefangen hat, ohne dass man sich Gedanken macht, was das sonst noch für Nebenwirkungen hat. Und weil gleichzeitig auch die Ozeane versauern durch die Zunahme der CO2-Konzentration in der Atmosphäre und damit auch diese Krustentiere bedroht sein könnten. Auch hier sind die Zusammenhänge noch nicht ganz klar. Das heißt, wenn man sich das alles in einem anschaut, dann ist die Frage, was ist das? Und das fragt man Bio auch, ist das eine Schifffahrtskrise, eine Fischereikrise, eine Klimakrise, eine Versauerungskrise, eine Verschmutzungskrise oder eine Lärmkrise? Es ist eine Gesamtkrise, die letztlich durch menschliche Aktivitäten verursacht wird. Und wir neigen dazu, sozusagen jedes in seiner Schachtel zu analysieren und anzuschauen und übersehen dabei das Gesamtbild. Und das ist natürlich auch im Klimabereich sehr, sehr oft der Fall. Und auch die Klimabetrachtung selber ist ja nur so eine Schachtel, so eine Box, die wir anschauen. Und in Wirklichkeit gehört auch das natürlich in einen Gesamtkontext.
der Übernutzung der Natur gestellt. Es sind die Naturkatastrophen schon angesprochen worden. Man hat den Eindruck, dass sie immer völlig überraschend kommen, was im Einzelnen natürlich stimmt, aber in der Grundsituation überhaupt nicht, weil das ist das, wovon die Klimawissenschaftler schon seit Jahrzehnten reden, dass die extremen Ereignisse extremer und häufiger werden. Und trotzdem ist das, was wir jeweils erleben, in seinen Auswirkungen ziemlich kurzlebig, so ähnlich wie die Wirtschaftskrisen. Unmittelbar drauf sagen Politiker wie die Frau Merkel, wir müssen unser ganzes die Art, wie wir Wirtschaft betreiben, grundlegend verändern. Aber nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren an der politischen Macht, wo sie das nicht getan hat, kommt sie jetzt am Ende ihrer Regierungsperioden jetzt drauf, dass wir das ändern müssen. Und ich befürchte, dass das, wenn sobald sozusagen der unmittelbare Eindruck dieser Katastrophen, die uns ja alle noch deutlich im Gedächtnis sind, sobald dieses Gedächtnis etwas nachlässt, ist auch die Bereitschaft, etwas zu verändern, wieder nicht mehr da. Das heißt, wir neigen dazu, etwas, was uns unmittelbar betrifft, was bei uns passiert, sei das jetzt Corona, seien das diese Extremereignisse, das erschüttert uns im Moment und gibt kurzfristig einen Impuls, etwas zu verändern, aber es hat leider keine lange Lebensdauer, zumindest nach den bisherigen Erfahrungen. Dazu kommt im Fall der Klimakrise oder des Klimaproblems, dass dieses Problem lange Zeit als naturwissenschaftlich-technisches Problem gesehen wurde. Das ist sozusagen der Klimawandel in Kurzform. Nicht? Wir emittieren Treibhausgase, das ist dieses gelbe Bild und das führt zu einer Zunahme der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre. Und das führt über den Treibhauseffekt zu einer Erwärmung. Diese Erwärmung hat ihrerseits Konsequenzen für andere meteorologische Parameter, also ob das jetzt Niederschlagstätigkeit oder Winde oder was immer es ist. Und diese Veränderung insgesamt, dieser Klimawandel, der hat Auswirkungen auf die Natur einerseits, aber andererseits eben auch auf die Wirtschaft. Und wenn man das Bild so zeichnet, und das hat die Wissenschaft über viele Jahre hinweg, ich würde fast sagen Jahrzehnte hinweg so gezeichnet, dann ist das Problem natürlich ein technisch-naturwissenschaftliches Problem. Weil Sie sehen, in dieser ganzen Darstellung kommen Menschen im Wesentlichen nicht vor. Und man muss dieses Bild erweitern und das ist inzwischen auch passiert, aber das hat sich noch nicht überall herumgesprochen. Es hat natürlich der Klimawandel auch seine Auswirkungen auf die Menschen, direkt in Form von Hitzetoten zum Beispiel, aber auch indirekt in Form von Auswirkungen auf die Wirtschaft und darüber eben auch auf Lebensumstände von Menschen. Aber, und das ist das, was eben lange übersehen wurde, es ist ja auch der Mensch, der das ganze Rad antreibt. Es ist einerseits die Zahl der Menschen, aber andererseits eben auch das, was als Bedürfnis der Einzelnen gilt oder wahrgenommen wird, das eben auch steigt, ansteigt. Es gibt eine sehr bekannte Gleichung, die sozusagen besagt, dass die Umweltauswirkung sich errechnen lässt aus der Zahl der Menschen, multipliziert mal ihrem Lebensstil. Und das wieder multipliziert mal der Technologie, mit der sie diesen Lebensstil ermöglichen. Und das ist ein multiplikativer Zusammenhang. Das heißt, das ist nicht additiv, sondern das geht eben multiplikativ. Und bei gleichem Lebensstil und gleicher Technologie ist eine Verdoppelung der Menschen eine Verdoppelung der Auswirkungen. Dasselbe gilt für den Lebensstil und für die Technik. Aber sozusagen, wenn alle wachsen, und das tun sie derzeit, sogar die Technologie, die im Grunde genommen Effizienzsteigerungen mit sich gebracht hat, aber wenn wir nur an die Digitalisierung denken, hat das eine Konsequenz in einem starken Anwachsen des Ressourcenbedarfs, nicht nur der Energie, auch der Materialien. Also in allen drei Bereichen ist ein Wachstum im Gange. Und das multipliziert sich. Das heißt, wir müssen auch alle drei Bereiche anschauen. Wir müssen uns die Zahl der Menschen anschauen, also Bevölkerungswachstum. Wir müssen ganz wesentlich, und das trifft vor allem für uns in den Industrienationen zu, wir müssen uns beschäftigen mit dem Lebensstil.
Und natürlich brauchen wir auch Technologie, aber die Technologie allein kann die Multiplikation von Zahl der Menschen und Lebensstil nicht kompensieren. Und daher kann man also mit Fug und Recht sagen, dass der Klimawandel ein gesellschaftliches Problem ist. Und insbesondere kann man es unter den Bedingungen auch als Klimakrise bezeichnen. Die Natur alleine hat in dem Sinn keine Krise, aber der Mensch in der Natur hat durchaus diesen Krisencharakter. Wobei ich gleich sagen möchte, Krise bedeutet ja immer eigentlich einen Scheidepunkt, wo es sich entweder zur Katastrophe entwickeln kann oder durchaus auch zu was Positivem. Also aus der Krise kann ja auch, wenn man an die Krankheit denkt, sozusagen die Krise in einer Krankheit bedeutet im Grunde genommen entweder Tod oder Leben. Und so kann man auch die Klimakrise deuten als die ganz große Chance für ein verbessertes Leben. Auf das komme ich dann auch noch zurück. Vielleicht auch, um ein bisschen zu zeigen, wie sich das entwickelt hat. So wie bei vielen von diesen großen Problemen wurde zuerst gesagt, dass es keinen Klimawandel gibt. Also das Problem wurde einfach nicht wahrgenommen. Dann hat man gesagt, ja schon, es gibt einen Klimawandel, aber er ist zeitlich und räumlich weit weg. Wir brauchen uns nicht damit beschäftigen. Auch das hat sich überholt. Zumindest die meisten Menschen haben erkannt, dass das einfach nicht zutrifft, dass der Klimawandel da ist, bei uns ist und dass er auch Konsequenzen hat. Man hat sich daher durchaus auch 2015 zum Pariser Abkommen durchgerungen. Und seither läuft die Diskussion sozusagen auf einer anderen Ebene. Nicht mehr gibt es Klimawandel oder nicht, sondern wie lösen wir das Problem? Und da gibt es eben einerseits die, die sagen, ja, Innovation und Technologie lösen das Problem. Oder die sagen, der Markt soll das regeln. Dann gibt es die Diskussion, der Einzelne oder der Staat, wer ist verantwortlich? Die Frage Wirtschaft oder Umwelt, was steht im Vordergrund? Und natürlich ganz häufig das Argument, die anderen müssen anfangen und wir sind ja so klein, wir können da nichts beitragen. Diese Diskussion läuft in unterschiedlichen Variationen und unterschiedlichen Ausprägungen immer noch. Das hat irgendwie über dieses Stadium sind wir offensichtlich noch nicht hinausgekommen. Dann ist die Corona-Krise dazwischen gekommen und dann hat es also geheißen, die Gesundheit geht vor, jetzt müssen wir uns um Corona kümmern. Und nach den Katastrophen, sozusagen gestern ganz aktuell, vor allem, wir müssen uns anpassen, wir müssen höhere Dämme bauen, wir müssen resistentere Häuser bauen, was immer. Und dann kann man sich natürlich selber die Frage stellen, wie argumentiere eigentlich ich? Was hindert mich daran, das zu tun, was in meiner Macht liegt? Die Befürchtung ist, dass wir morgen dann zu dem Ergebnis kommen, es ist sowohl für Klimaschutz als auch für Anpassung zu spät. Und wir haben es einfach vergeigt. Und das ist eben, was ich wirklich betonen möchte, es könnte alles so viel besser werden. Und es geht nicht nur darum, dass wir das Schlimme verhindern, sondern wir hätten die Chance, mit dieser Krise tatsächlich eine gerechtere, fairere, lebensfreundlichere Zukunft zu erarbeiten. Aber sie kommt nicht von selber. Zum Klimawandel nur ein paar Tatsachen. Sie sehen hier den Temperaturanstieg 1880 bis heute. Und man sieht, dass spätestens in den 70er Jahren ganz klar eine Tendenz der Temperaturzunahme festzustellen ist. Wenn man die letzten 6 Jahre außer Acht lässt, dann haben wir ungefähr eine Temperaturerhöhung um 1,1 Grad global gesehen. Berücksichtigt man die letzten 6 Jahre, dann sind wir ungefähr bei 1,2, 1,3 Grad. Wir wissen noch nicht, ob diese 6 Jahre sozusagen eine besonders warme Periode sind und wir uns wieder auf diese Gerade begeben oder ob es tatsächlich jetzt einen deutlichen Knick, eine deutliche Zunahme der Temperatur gibt, die sich auch so fortsetzt. 1,1 Grad ist das globale Mittel. Wenn wir uns das in Österreich anschauen, dann haben wir schon ungefähr 2,4 Grad in Österreich an Temperaturerhöhung zu verzeichnen. Das ist böser Wille von irgendwem, sondern das hängt damit zusammen, dass wir ein Binnenland sind, dass wir ein Gebirgsland sind, die beide stärker betroffen sind von der Temperaturerhöhung als
die Küstengebiete, die durch die dämpfende Wirkung des Ozeans sozusagen eine Bremse erfahren. Und das Gebirge wirkt sich unter anderem über die fehlende Schneebedeckung durch den Klimawandel aus. Da wirkt es jetzt so sein, dass die Oberfläche dunkler wird, führt dazu, dass die Erwärmung hier rascher vor sich geht. Interessant ist natürlich die Frage, wie es weitergeht. Und was man hier sieht, sind Szenarien für das Ende des Jahrhunderts. Und das könnten sozusagen, das war das, was im letzten IPCC-Bericht 2013 sozusagen noch als ambitioniert galt. Und es ist auch ambitioniert, aber die Frage ist, ob es ambitioniert genug ist, dass wir stabilisieren bei plus 2 Grad. Das wäre sozusagen die blaue Linie. Oder wenn wir nichts tun, eine Temperaturerhöhung in der Größenordnung von 5 Grad bis Ende des Jahrhunderts. Inzwischen gibt es ja eine ganze Reihe von Commitments, von Zusagen von den verschiedenen Ländern, dass sie ihre Emissionen reduzieren werden. Wenn man die alle als wirksam, also als tatsächlich umgesetzt und wirksam ansieht, dann kommen wir auf größenordnungsmäßig 3,2, 3,6 Grad. Also immer noch weit weg von den 2 Grad, die oberste Grenze des Pariser Abkommens sind, denn das Pariser Abkommen 2015 besagt ja eigentlich deutlich unter 2 Grad. Also wenn wir von der 2-Grad-Grenze sprechen, sind wir eigentlich schon jenseits dessen, was international rechtlich verbindlich unterschrieben wurde. Das deutlich unter 2 Grad ist nirgends definiert. Es wird typischerweise mit 1,75 Grad oder so interpretiert. Aber jedenfalls 2 Grad ist mehr, als derzeit eigentlich auf der internationale Konsens ist. Ich möchte Ihnen nur zeigen, was diese Entwicklung bedeutet für junge Menschen, die jetzt freitags auf der Straße sind und Klimaschutz fordern, die jetzt so größenordnungsmäßig 15, 16 Jahre alt sind. Gegenüber dem Zeitpunkt ihrer Geburt wird die Temperatur zu dem Zeitpunkt, wo sie ihre Ausbildung abschließen, wird sie um ungefähr ein halbes Grad wärmer sein. Und wenn sie dann sozusagen in den Beruf eintreten, Familie gründen, dann sind wir schon bei 1,5 Grad Erwärmung. Und zum Zeitpunkt, wo sie in Pension gehen, sind wir bei ungefähr 2,5 Grad Erwärmung. Und zum Zeitpunkt, wo sie dann ihr Leben beenden, ist es in der Größenordnung von 3,5 bis 4 Grad. Statistisch ist da ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, der ungefähr dieses halbe Grad ausmacht. Aber wie immer dem sei, eine Temperaturzunahme innerhalb einer Lebenszeit von der Größenordnung 3,5 bis 4 Grad, das ist eigentlich unvorstellbar viel. Der Unterschied zwischen der sogenannten kleinen mittelalterlichen Optimum der Warmzeit und der kleinen Eiszeit, der Temperaturunterschied zwischen diesen beiden Perioden lag bei 0,5 bis 0,8 Grad. Und wir reden hier von 4 Grad. Also das ist wirklich unvorstellbar. Und wir sind nicht darauf eingestellt, unsere Gesellschaft ist nicht darauf eingestellt, eine derartige Veränderung mitzumachen auf friedliche Weise. Das heißt, wenn die jungen Leute sozusagen sich wehren dagegen, dass der Klimaschutz so gering bewertet wird in seiner Bedeutung, dann haben sie absolut recht. Global gesehen verursachen derartige Erwärmungen natürlich, haben Konsequenzen für die Ernährung, für die Wasserverfügbarkeit, für die Anpassung von Ökosystemen, für den Meeresspiegelanstieg und damit für den Flächenverlust. Extremereignisse selbstverständlich, aber es geht auch um sogenannte Kipppunkte und auf das möchte ich noch ein bisschen eingehen. Aber bevor ich das tue, alles das, was hier steht, auch wenn das jetzt eher naturwissenschaftlich klingen mag, hat natürlich wirtschaftliche Auswirkungen, hat soziale Auswirkungen, hat politische Auswirkungen und nicht zuletzt löst es auch Flüchtlingsbewegungen aus, denn die Migration war immer schon eine Antwort auf Klimawandel, auf Klimaveränderungen. Selbstverständlich, wenn ich mich dort, wo ich mich befinde, nicht mehr ernähren kann, weil das Klima nicht mehr passt oder weil ich nicht mehr leben kann, weil das Gebiet überschwemmt wird, dann bleibt keine andere Wahl, als auszuwandern. Das kann man jetzt als legitime Reaktion auf den Klimawandel sehen, aber es ist
normalerweise weder für die, die auswandern, ein wünschenswerter Zustand, noch für die, wohin die Auswanderung stattfindet. Das heißt, es ist auch aus diesem Grund ein Gebot der Stunde, Klimaschutz zu betreiben und auf jeden Fall auch Menschen zu helfen, unter Klimawandelbedingungen dort bleiben zu können, wo sie gerne bleiben würden, nämlich zu Hause. Jetzt zu diesen Kipppunkten. Die Kipppunkte sind, das klingt so punktgenau, ist es aber nicht, sondern es geht um Entwicklungen. Und das Problem ist, dass es im Klimasystem selbstverstärkende Prozesse gibt, die eine Dynamik entwickeln können, die wir dann nicht mehr beherrschen. Und das wird als Überschreiten von Kipppunkten bezeichnet, obwohl der Verlauf dieser Veränderungen eine typische exponentielle Kurve ist. Das heißt, es ändert sich am Anfang wenig und dann immer mehr und immer schneller. Und es gibt keinen wirklichen Knickpunkt drinnen, wo man sagt, ab hier ist es katastrophal und bis dahin ist es kein Problem. Was sind solche Prozesse? Zum Beispiel die berühmte Eis-Albedo-Rückkopplung. Wenn es wärmer wird, dann schmilzt Eis. Und die Fläche, die zum Vorschein kommt, ist typischerweise dunkler als das Eis war, sei es jetzt Fels oder sei es Wasser vom Ozean. Und das führt dazu, dass die Sonnenstrahlung verstärkt absorbiert wird. Dadurch wird es wieder wärmer und es kommt zu einem weiteren Schmelzen von Eis, zu einer weiteren Vergrößerung der dunklen Oberfläche und so weiter. Das ist am Anfang die anfängliche Erwärmung zum Beispiel durch anthropogenen Klimawandel, also durch CO2-Eintrag in die Atmosphäre ausgelöst. Aber es geht dann von selber weiter. Man muss nicht weiter CO2 in die Atmosphäre einfüttern, damit der Prozess weiterläuft. Und wie gesagt, er läuft typischerweise immer schneller, wenn nicht irgendetwas passiert, wo also zum Beispiel, wenn das gesamte Eis geschmolzen ist, dann hört natürlich dieser selbstverstärkende Prozess auf. Allerdings bis dahin erreicht die Temperatur schon Werte, die für den Menschen und jedenfalls für die menschliche Zivilisation nicht mehr zuträglich sind. Und was bedeutet das? Wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, dann sehen wir hier einerseits die Treibhausgaskonzentrationen, die also in den letzten Jahren unheimlich stark gestiegen sind, in den letzten Jahren, muss ich sagen, die letzten Jahrzehnte. In dieser Skala, die hier über 600.000 Jahre geht, ist das natürlich nur ein dünner Strich und der Strich ist noch zu dick für die Abbildung genau genommen. Aber worauf ich eigentlich vor allem hinweisen möchte, ist auf den Temperaturverlauf. Und Sie sehen, der Temperaturverlauf hat sozusagen einen 100.000-jährigen Rhythmus und besteht in einem Wechsel zwischen Warmzeiten und Eiszeiten. Wobei wir uns insgesamt in einer kalten Zeitperiode befinden, wenn wir noch viele Millionen Jahre zurückgehen. Aber innerhalb dieser Zeit, dieses Zeitraums der letzten ungefähr 800.000 Jahre, ist dieser Wechsel zwischen Warmzeiten und Kaltzeiten und Eiszeiten festzustellen. Und das kann man auch so darstellen, dass man hier einerseits in Richtung links geht es zu kälter und rechts geht es zu heißerem Klima. Und da gibt es so einigermaßen stabile Zustände, eben den Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, das ist dieser in der Mitte. Und ausgelöst durch astronomische Verhältnisse, also die Ellipse, mit der wir die Sonne umkreisen, die pulsiert. Und das sind die 100.000-Jahre-Rhythmen, die dazu führen, dass wir aus diesem einigermaßen stabilen Zustand in den anderen einigermaßen stabilen Zustand der Eiszeiten verfallen und dann wieder auch zurück. Das heißt, wir brauchen hier, das Klima braucht einen äußeren Impuls, damit es von dem einen metastabilen Zustand in den anderen kommt. Und das hat sich über 600.000 Jahren immer einmal hin, einmal her abgespielt. Und was wir jetzt tun, ist, dass wir die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre anreichern und damit das Klima in Richtung wärmer verschieben. Und die Frage ist natürlich, was bedeutet das? Wie schaut der nächste einigermaßen stabile Zustand aus? Gibt es ihn überhaupt? Und andererseits, wo sind wir auf dem Weg dorthin? Sind wir sozusagen schon auf der Kuppe? Sind wir jenseits der Kuppe? Und nach dem bisherigen Verständnis des Klimasystems gibt es hier keinen nächsten einigermaßen stabilen Zustand, sondern das Erdklima würde sich in eine Richtung entwickeln, wo es systematisch einfach immer wärmer wird. Und es geht daher nicht darum,
ob wir es um 2 Grad, um 3 Grad oder um 4 Grad wärmer haben wollen, sondern die Gefahr besteht, dass wenn wir einmal eine gewisse Schwelle überschritten haben, dass es dann automatisch immer wärmer wird und wir im Grunde genommen der nächsten Generation und den nächsten Generationen einen Planeten übergeben, bei dem es keine stabilen Klimaverhältnisse mehr gibt. Wir wissen nicht, wo wir hier stehen. Wir wissen nicht, ob wir sozusagen, ob es 5 vor 12, 12 oder 5 nach 12 ist. Die Wissenschaft hat ursprünglich, das war zum Zeitpunkt des Pariser Klimaabkommens, da war die Meinung, dass 2 Grad Celsius noch auf der sicheren Seite liegen, dass wir sozusagen, wenn wir uns innerhalb der Schwankungsbreite dessen bewegen, was sich im Holozän in den letzten 10.000 Jahren abgespielt hat, dass wir da noch auf der sicheren Seite liegen. Inzwischen, der Bericht 2018, aber auch der jetzige Bericht 2021, stellt das in Frage und legt nahe, dass wir 1,5 Grad durchaus schon als kritisch betrachten können. Das heißt, dass wir 1,5 Grad nach Möglichkeit nicht überschreiten sollten. Es kann niemand sagen, ob es danach wirklich so ausschaut, wie es hier dargestellt ist. Aber die Aussage der Wissenschaft ist, das ist liegt zu nahe, als dass wir uns, also too close for comfort. Wir können uns nicht wohlfühlen, wenn wir in diesen Risikobereich hineingehen. Auch wenn wir nicht mit Sicherheit sagen können, wie das ausschaut und wo diese Grenze liegt, wir sollten es einfach nicht riskieren, weil die Konsequenz zu ethisch inakzeptabel ist. Das heißt, die Entscheidung, vor der wir jetzt stehen, ist stabilisieren bei 1,5 Grad oder nicht stabilisieren. Das heißt eben dieses Hot House Earth in Kauf nehmen. Und das ist eine gesellschaftliche, eine politische, eine soziale, eine ethische Entscheidung. Das ist keine naturwissenschaftliche Entscheidung. Die Naturwissenschaft ist relativ klar, natürlich mit großen Unsicherheiten, aber es geht nicht darum, dass wir hier jetzt mehr Sicherheit gewinnen, das auch. Aber es geht prinzipiell und in erster Linie darum, was wollen wir in Kauf nehmen? Was wollen wir riskieren? Und das ist eine gesellschaftliche und eine politische Frage. Wie kann man überhaupt dieser Gefahr begegnen? Ja, man kann natürlich versuchen, sich anzupassen, aber es ist schon völlig klar, wenn wir in Hot House Earth hineingeraten, dann ist Anpassung nur eine zeitlich begrenzte Möglichkeit. Wir können versuchen, mit großtechnologischen Lösungen hier das Problem zu beherrschen. Bisher ist es uns immer nur gelungen, mit technologischen Lösungen sozusagen die Lösung von heute zum Problem von morgen zu machen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es in diesem Fall anders ist. Das heißt, es macht durchaus Sinn, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, weil man vielleicht Zeit gewinnen kann, aber es als endgültige Lösung zu betrachten, dafür würde ich dringend warnen. Das hat sich einfach nicht bewährt. Wir kommen auf Dauer gegen die Natur nicht mit der Technologie an. Wir müssen wieder lernen, mit der Natur zu leben. Und der dritte Bereich ist natürlich der, dass wir Treibhausgase mindern. Das heißt, dass wir Emissionsreduktion betreiben über Technologie, aber eben auch über gesellschaftliche Veränderungen. Ja. Das Pariser Klimaabkommen gibt sozusagen ein klares Ziel vor und behebt uns der Notwendigkeit, politisch diskutieren zu müssen, ob es den Klimawandel gibt oder nicht, weil wir uns völkerrechtlich verpflichtet haben, diese Ziele einzuhalten. Aber wir müssen auch danach handeln. Und wenn wir uns anschauen, Österreich im internationalen Kontext, dann muss man feststellen, dass Österreich säumig ist. Wir glauben immer, wir sind irgendwie ein Musterstaat. Das mag für manche Aspekte der Luftreinhaltung gelten und der Wasserreinhaltung vielleicht auch, aber im Klimabereich gilt es absolut nicht. Und wenn wir uns zum Beispiel die 28 EU-Länder damals noch anschauen, dann ist Österreich eines von 5 Ländern, bei denen die Emissionen zugenommen haben und nicht abgenommen haben. Das heißt, wir sind nicht einmal in der richtigen Richtung unterwegs, ganz zu schweigen davon, dass wir im richtigen Tempo unterwegs sind. Und wenn man sich das Verhalten der Österreicher, der österreichischen Abgeordneten in der EU anschaut, dann sind doch immerhin 3 Parteien, die überwiegend
sich gegen Klimaschutzmaßnahmen dort aussprechen und nicht für Klimaschutzmaßnahmen. Und das ist nicht einmal das, was der typische Österreicher erwarten würde. Natürlich, die Grünen finden sich auf der positiven Seite. An zweiter Stelle auf der positiven Seite finden sich die SPÖ-Abgeordneten, und die anderen drei Parteien sind unter 50% der Abstimmungen, wo sie sich für Klimaschutzmaßnahmen aussprechen und eher gegen Klimaschutzmaßnahmen. Das heißt, wir sind keine Musterschüler, und wir verhindern nicht nur, dass wir selber nichts machen, sondern wir verhindern auch auf EU-Ebene, dass dort etwas gemacht wird. Was müssten wir eigentlich machen? Man kann wissenschaftlich zeigen, dass die Temperatur ziemlich eindeutig zusammenhängt, der Temperaturanstieg ziemlich eindeutig zusammenhängt mit den Treibhausgasemissionen, mit der Summe der Treibhausgasemissionen seit der industriellen Revolution. Dann kann man sich ausrechnen, wenn wir 1,5 Grad nicht überschreiten wollen, wie viel dürfen wir dann noch angesichts dessen, was wir schon emittiert haben, noch emittieren. Das nennen wir Treibhausgasbudget, und das liegt auf der globalen Ebene zwischen ungefähr 400 und 580 Gigatonnen CO2. Die Zahlen werden unterschiedlich bestimmt. Sie sind aber ganz stark abhängig. Diese große Spanne ergibt sich nicht aus der Unsicherheit, sondern ergibt sich aus der Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit möchte ich die 1,5 Grad erreichen oder nicht überschreiten. Und die linke Zahl gilt, wenn wir das mit einer 2/3-Wahrscheinlichkeit nicht überschreiten wollen, und die rechte Zahl gilt für eine 50%-Wahrscheinlichkeit. Das globale Budget kann ich auf Österreich umlegen, weil wir ungefähr ein Tausendstel der Weltbevölkerung sind, werden aus den Gigatonnen für Österreich Megatonnen, also Millionen Tonnen. Und wenn man dann noch abzieht, was wir in den Jahren 2018 bis 2020 schon emittiert haben, das sind rund 200 Millionen Tonnen, dann bleibt Österreich noch größenordnungsmäßig 200 bis 400 Millionen Tonnen CO2, die wir noch in die Atmosphäre einbringen dürfen, wenn wir unseren Beitrag zur Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles leisten wollen. Das Ziel mit entweder einer 2/3 oder mit einer 50%-Wahrscheinlichkeit erreichen. Das ist ja an sich schon bezeichnend, dass wir über solche Wahrscheinlichkeiten reden. Mit einer solchen Wahrscheinlichkeit, dass wir am anderen Ende eines Fluges ankommen, würde niemand in einen Flieger steigen. Also es würde sich niemand in einen Flieger setzen, wenn er nur eine 2/3 oder gar eine 1:1-Chance hätte, dass das Flugzeug sicher landet. Aber hier geht es um das Überleben der Zivilisation. Da muss man ja nicht so streng sein mit den Maßnahmen. Scheint so zu sein. Wie schaut das für Österreich aus? Sie sehen hier die Treibhausgasemissionen Österreichs seit 1960. Man sieht, die sind also stark angestiegen, haben ungefähr 2005 ein Maximum erreicht, sind seither etwas gefallen, aber in den letzten Jahren bewegen sie sich auf einem hohen Niveau. Und alle die Jubelmeldungen, die dann immer wieder zu hören waren, wir haben jetzt die Wende geschafft, das war dann meistens nur ein kurzer Ausreißer, so wie auch im letzten Jahr, wo wir wissen, dass das zusammengehängt ist mit einer Revision von Fürstkesseln. Also es gibt da durchaus Erklärungen für diese Schwankungen. Auch das Wetter spielt hier eine Rolle. Aber die Maßnahmen, die angeblich jetzt schon seit Jahren gesetzt werden, die wirken sich offensichtlich nicht in Richtung einer Reduktion aus. Sie mögen einen weiteren Anstieg verhindert haben, aber wir sind noch nicht auf dem Weg zur Reduktion. Ja, und wohin müssen wir, wenn wir eben dieses Budget haben wollen? Wir haben jetzt im Regierungsprogramm ein Netto-Null für 2040 stehen. Das kann man jetzt linear dorthin zeichnen. Wenn man das tut, also sozusagen jeden Tag, jedes Jahr gleich viel Treibhausgasemissionen reduzieren, bis wir halt auf Netto-Null sind bis 2040, dann zeigt sich, dass das nicht konform ist mit dem Klimabudget, sondern dass wir deutlich über dem Klimabudget liegen mit ungefähr 680 Megatonnen. Das lässt sich errechnen aus der Fläche unter dieser Linie. Und wenn wir budgetkonform sein wollen, und ich nehme jetzt die 1:1-Wahrscheinlichkeit, dann schaut der Verlauf etwa so aus. Oder wenn einem das zu krass am Anfang ist, dann schaut er vielleicht so aus. Aber sozusagen, je später wir mit dramatischen Reduktionen anfangen, desto schneller müssen wir nachher sein. Und im Grunde genommen
wäre es leicht, jetzt rasch zu reduzieren, weil es einfach noch so viel leichte Maßnahmen, also Reduktionen gibt, die leicht zu erzielen sind. Manche Reduktionen, vor allem in der Industrie zum Beispiel, also in der Stahlindustrie, sind schwerer zu erreichen. Das kann man nicht innerhalb von wenigen Jahren. Da braucht man wirkliche Technologieumstellungen und die brauchen halt Zeit. Und wenn wir für die uns die Zeit nehmen wollen und geben wollen, dann müssen wir halt jetzt mit anderen Sachen wie Gebäudesanierungen, wie Emissionsreduktionen im Verkehr, die technologisch leicht zu erreichen sind und zeitmäßig schnell gehen können, dann müssen wir die halt am Anfang setzen. Wer muss handeln? Letzten Endes müssen natürlich die handeln, die wirklich Treibhausgase-Emissionen verursachen, also erzeugen, weil ich kann nur dort reduzieren, wo Emissionen entstehen. Also der mit dem Auto fährt, der heizt oder der den Betrieb treibt. Aber diese Personen, Institutionen müssen einerseits das Bewusstsein haben für die Notwendigkeit der Reduktion, aber vor allem brauchen sie Rahmenbedingungen, damit sie reduzieren können. Und diese Rahmenbedingungen müssen von der höheren Ebene, letztlich von der Politik kommen. Das kann die Politik der Gemeinde sein, das kann die Politik der Firma sein, es kann die Politik des Staates oder der EU oder global sein. Die Ziele dafür haben wir. Es geht also jetzt darum, dass wir auch die Rahmenbedingungen schaffen. Und die Ziele sind natürlich nur dann sinnvoll oder haben nur dann Chance, realisiert zu werden, wenn die Ebene derer, die wirklich reduzieren können, mitgeht. Und das tun sie nur, wenn die Maßnahmen einigermaßen ausgeglichen und fair sind hinsichtlich Kosten und Nutzen. Es kann nicht sein, dass die einen den Nutzen und die anderen die Kosten haben. Das kann uns dann gleich, können wir gleich in der Diskussion über die derzeitige Reform diskutieren. Und andererseits sollte es partizipativ erarbeitet werden, denn wenn man selber an Lösungen mitarbeitet, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass man sich an diese Lösungen hält. Das heißt, die Politik muss notwendige Rahmenbedingungen schaffen, damit klimafreundliches und nachhaltiges Handeln einfach und kostengünstig wird und klimaschädigendes Handeln unattraktiv und teuer. Und natürlich gleichzeitig eine sozial ausgewogene Verteilung zwischen Kosten und Nutzen des Wandels. Ja, grundsätzlich geht es um zwei große Agenten. Einerseits ein gutes Leben für alle schaffen und andererseits die ökologischen Grenzen einhalten. Und das ist im Grunde genommen genau das, was auch die nachhaltigen Entwicklungsziele versuchen. Über 17 Ziele, die aber gleichzeitig verfolgt werden müssen und die durchaus auf diese zwei primären Ziele reduziert werden können, wobei das reduziert jetzt nicht heißt, dass sie dadurch gemindert werden, sondern es ist nur eine ausführlichere Beschreibung, wie diese zwei Ziele erreichbar sind. Und das ist insofern relevant, weil diese zwei Ziele ja im Grunde genommen zwei Säulen der Nachhaltigkeit sind, nämlich die ökologische Säule und die soziale Säule. Und da fragt man sich, wo bleibt die wirtschaftliche Säule? Und es ist eben schon, muss schon klar sein, dass diese drei Säulen der Nachhaltigkeit nicht gleichwertig sind. Die ökologische Säule sichert unsere Lebensgrundlage. Wenn wir die vernachlässigen, dann brauchen wir uns um die anderen Säulen nicht kümmern. Die soziale Säule macht die Lebensfreude aus, macht den Zweck unseres oder sozusagen gibt uns Freude und Sinn am Dasein. Und die wirtschaftliche Säule ist im Grunde genommen eigentlich ein Hilfsmittel, um die anderen beiden zu ermöglichen. Im Moment ist es eine Form, die anderen beiden eigentlich extrem schwierig macht beziehungsweise unmöglich zu erreichen macht. Aber es sollte eine solche sein, die die anderen beiden Ziele ermöglicht. Und wenn wir uns anschauen, wie das ausschaut mit diesen zwei Zielen, mit den ökologischen Grenzen einerseits und dem guten Leben andererseits, dann kann man versuchen, das über den ökologischen Fußabdruck, das ist hier in der Vertikalen aufgetragen, und den Index menschlicher Entwicklung in der Horizontalen aufgetragen darstellen. Und wir sehen hier für die einzelnen Staaten, dass die Entwicklungsstaaten sich typischerweise ökologisch im Rahmen des Vertretbaren bewegen, aber bezüglich des guten Lebens für alle weit entfernt sind davon. Und umgekehrt die Industriestaaten
zwar das gute Leben, leider auch nicht für alle, aber im Schnitt ermöglichen, aber zugleich die ökologischen Grenzen weit überschreiten. Eigentlich müssten sich alle Staaten hier in diesem grauen Bereich befinden, wo sich kein einziger Punkt befindet. Und wenn wir uns die Entwicklung anschauen, dann geht sie typischerweise von einem ökologisch vertretbaren Bereich in einen sozial vertretbaren Bereich, aber unter Aufgabe des ökologisch vertretbaren Bereiches. Und wir haben daher eigentlich zwei unterschiedliche Zielpfade zu der Zukunft, die wir wollen. Nämlich einerseits die Industriestaaten müssen ihren ökologischen Fußabdruck senken und die Entwicklungsstaaten müssen schauen, dass sie im sozialen Bereich also ein besseres Leben für die Menschen ermöglichen. Und das sind zwei grundlegend verschiedene Herausforderungen. Und daher können wir auch nicht alle Staaten über einen Kamm scheren, wenn wir nach Lösungen suchen. Ja, wir als Industriestaaten müssen eben versuchen, herunterzukommen mit unserem Ressourcenverbrauch. Im Klimafall geht es vor allem um Treibhausgase. Aber man muss eben auch das Klima als Teil der nachhaltigen Entwicklungsziele sehen, weil es eben auch nur ein Baum in diesem Wald ist. Und wenn wir nicht die gesamte nachhaltige Entwicklung sehen und nur über CO2-Emissionsreduktionen nachdenken, dann kommen wir eben zu solch absurden Lösungen, wie dass wir jedes Auto, jedes Benzin- und Dieselauto ersetzen durch ein Elektrofahrzeug. Das ist nicht nachhaltig und ist sozusagen kein wirklicher Beitrag zur Lösung. Wir brauchen also ziemlich tiefgreifende Änderungen, und zwar in allen Bereichen. Das Schöne ist, dass diese Änderungen praktisch überall mit einem Gewinn an Lebensqualität, an Zukunftsfähigkeit einhergehen. Wenn wir zum Beispiel nur die Energie anschauen, wenn wir auf erneuerbare Energien umsteigen, die im Grunde genommen lokal hauptsächlich verfügbar sind, also wir kommen weg von diesen zentralen Einheiten und wir kommen vor allem weg davon, dass manche Länder halt Öl und Gas zur Verfügung haben, auch Uran zur Verfügung haben und daher um diese Länder Kriege geführt werden, nicht um die Länder, sondern um ihre Ressourcen. Wenn wir also wegkommen von diesen Ressourcen hin zu etwas, was viel breiter verfügbar ist, Solarenergie, Windenergie, teilweise Biomasse, teilweise Wasser, können wir eine viel friedlichere Welt haben. Weil dann hören diese Kriege auf, dann kann der Nahe Osten eine friedlichere Gegend werden. Wir können also Friedenspolitik mit Klimapolitik verbinden. Und in der Tat geht das eine ohne das andere nicht. Wir werden Frieden nicht erreichen, ohne Klimapolitik betrieben zu haben. Und die Klimapolitik wird nicht gelingen in Ländern, wo Krieg herrscht. Weil da haben die Menschen einfach andere Sorgen. Aber gleichzeitig führt das Ganze auch dazu, dass Geld im Land bleibt. Wenn wir nicht mehr Öl und Gas kaufen im Ausland, dann bleibt das Geld im Land für die Energie und kann hier für andere Zwecke verwendet werden. Zum Beispiel die Mobilität so umzubauen, dass man tatsächlich zu Fuß gehen kann, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann und nicht so viel auf Individualverkehr angewiesen ist. Das heißt, dass wir gesünder leben. Nicht nur, weil wir uns bewegen, sondern auch, weil die Luftqualität steigt, weil der Lärm zurückgeht, weil die Sicherheit steigt. Die Kinder können wieder selber mit dem Rad in die Schule fahren oder zu Fuß in die Schule gehen, weil eben der ganze Verkehr eine völlig andere Dimension annimmt. Das heißt, hier verändert sich einfach sehr viel. Natürlich gehört es auch in der Industrie, gehören sie auch Veränderungen, dass wir haltbarere Produkte wieder haben, die wir gar nicht unbedingt alle besitzen müssen, die wir uns ausborgen können, weil wir sie ja in der Regel nur ganz selten brauchen. Das fängt bei der Bohrmaschine an, geht aber letzten Endes, und damit sind wir wieder bei der Mobilität bis zum Kraftfahrzeug. Auch das kann man teilen und dadurch sich unheimlich viel Kosten, unheimlich viel Ärger sparen, Sorgen loswerden und trotzdem die Möglichkeit haben, sich auch individuell zu bewegen, dort, wo das notwendig ist oder einen Vorteil bringt. Ja, ich kann nicht alles durchgehen, aber in der Landwirtschaft gibt es unheimlich viel Potenzial. Das hängt ganz stark mit der Ernährung zusammen. Das hat aber auch sehr viel zu tun mit der Art, wie wir mit unserem Boden umgehen. Und die wiederum hat Rückwirkungen auf das Klima und auch auf die Resistenz gegen Klimaveränderungen.
Ein gesunder Boden kann viel mehr Wasser aufnehmen, verhindert Überschwemmungen und gleichzeitig produziert er gesündere Lebensmittel. Wir wissen alle, regional, saisonal, ökologisch, fleischärmer, das sind alles Schlagworte, die uns alle geläufig sind und die nicht nur dem Klima helfen, sondern die auch der Gesundheit des Einzelnen helfen, die der Gesundheit der Böden helfen, damit auch der Gesundheit der Landwirtschaft als Wirtschaft, das heißt den einzelnen Bäuerinnen und Bauern. Also im Grunde genommen Win-Win-Win-Situationen, wo man sich immer wieder fragt, warum ist es so schwer, die wirklich zu erreichen. Das könnte man durchdeklinieren, es geht auch ums Wirtschaftssystem, es geht ganz stark auch ums Finanzsystem. Und es geht natürlich letzten Endes auch um die Demokratie. Gerade in Vorarlberg, glaube ich, braucht man nicht betonen, dass Partizipation ein ganz wesentlicher Faktor ist, wenn gesellschaftliche Veränderungen anstehen. Ja, in Summe heißt das auch, dass wir umdenken müssen, nicht mehr über Lebensstandard so viel diskutieren, sondern mehr über Lebensqualität. Denn die Veränderungen, die hier notwendig sind, diese Veränderungen, die ich geschildert habe, führen zu mehr Lebensqualität, nicht unbedingt zu mehr Lebensstandard. Aber letzten Endes ist das, was uns glücklich macht, was uns zufrieden macht, was das Leben gelingen lässt, ja letztlich die Qualität und nicht der große Fernsehschirm oder das größere Auto, als der Nachbar hat. Ja, die Voraussetzungen, diese Veränderungen herbeizuführen, sind im Grunde genommen besser denn je. Wir haben die Ziele, wir haben das Klimaabkommen, wir haben die nachhaltigen Entwicklungsziele. Es gibt auch, das steht hier nicht auf der Liste, aber es gibt das Laudato Si, dass diese Grundprinzipien alle ganz klar herausarbeitet. Wir haben politische Agenden in der EU, in den USA, in Österreich. Das heißt, sozusagen von den Zielvorgaben sind wir ein gutes Stück weiter, als wir noch vor wenigen Jahren waren. Wir sehen auch in der Wirtschaft, dass hier durchaus schon umgedacht wird, ganz stark auf der internationalen Ebene. Zunehmend auch, aber immer noch ein bisschen zaghaft in Österreich. Die Finanzwirtschaft wird typisch unruhig, auch das auf der internationalen Ebene stark, national noch in den Anfängen. Das Recht beginnt zu greifen. Wir sehen immer mehr Urteile, die rechtliche Urteile, wie zum Beispiel das Urteil gegen Shell in den Niederlanden, dass diese große Firma dazu verpflichtet, innerhalb von 10 Jahren ihre Emissionen um 45% zu senken. Und zwar nicht nur in ihrem Betrieb, sondern über die gesamte Wertschöpfungskette. Das ist eine ungeheure Herausforderung. Und wir sehen, dass die Bevölkerung nach wie vor Klimaschutz für wesentlich hält. Die Jugend ist nach wie vor auf dem Vormarsch. Die totgesagte Fridays for Future-Bewegung ist alles andere als tot. Und wir haben die Corona-Krise als Chance, denn wir haben bei der Corona-Krise gesehen, dass die Politik rasch und tiefgreifend handeln kann, wenn sie will, dass sie außerdem derzeit wirklich gefragt ist, der Wirtschaft zu helfen. Und sie kann diese Hilfe, sie könnte diese Hilfe, muss ich für Österreich sagen, an eine Erneuerung knüpfen, an Nachhaltigkeitsforderungen knüpfen und somit der Wirtschaft sozusagen dazu verhelfen, nicht wieder dorthin zu kommen, wo sie war, sondern in einen anderen Modus zu kommen, wo sie zukunftsfähiger ist als dort, wo sie war. Der Staat hat hier jetzt viel mehr Möglichkeiten, als er noch vor 2 Jahren hatte. Und es haben sich auch sehr viele Menschen besonnen und haben erkannt, dass vielleicht ihr Streben der letzten Jahre nicht ganz den richtigen Werten gegolten hat. Ja, damit, mit diesem optimistischen Ausblick, möchte ich Sie in die Diskussion entlassen. Ich bezweifle nicht, dass noch eine ganze Reihe von Kritikpunkten kommen, dass vielleicht der Optimismus übertrieben ist, gerade was die Steuerreform, die uns gerade vorgestellt wurde, ja betrifft, die ja dieses optimistische Bild etwas dämpft. Aber ich glaube, es gibt auch hier Aspekte, die durchaus Grund zur Hoffnung geben. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Professor Kromp-Kolb. Das war unglaublich informativ. Das war so viel, dass man es gar nicht über einmal fassen kann. Wir haben bereits erste Wortmeldungen im Chat. Ich würde gerne etwas noch vorweg fragen. Sie haben vor kurzem in einem Interview gesagt, dass Sie nichts an Österreichs Klimapolitik positiv stimmt. Hat die Steuerreform, die jetzt gerade beschlossen wurde, daran etwas verändert? Die Aussage kommt mir ein bisschen hart vor. Ich weiß nicht, in welchem Kontext ich sie gemacht haben soll. Aber es ist zweifellos so, dass die österreichische Klimapolitik einfach weit hinter dem zurückfällt, was eigentlich notwendig wäre. Und die derzeitige Steuerreform, es ist immer eine Frage, woran man das misst. Nicht? Das ist so ungefähr, wie wenn Sie auf einen Berg steigen. Und wenn Sie sehen, wo der Gipfel ist, dann sehen Sie, dass Sie noch weit entfernt sind von dem, wo Sie hin müssen. Wenn Sie zurückschauen, sehen Sie, dass Sie vielleicht doch schon etliche Höhenmeter gemacht haben. Und man kann natürlich die derzeitige Steuerreform auch als einen weiteren Schritt Richtung Ziel sehen. Wir haben jetzt eine Bepreisung von CO2. Sie ist halt viel zu niedrig. Wir haben einen zaghaften Ansatz eines sozialen Ausgleiches, der viel zu kurz greift. Jetzt kann man das natürlich so sehen, wie das auch der Vizekanzler ausgesprochen hat. Es ist zumindest einmal ein Anfang gemacht, und wenn einmal sozusagen das vom Prinzip her das da ist, dann kann man nachbessern. Ja, andererseits muss man sagen, es gibt so viele Beispiele auf der Welt, wo das viel wirksamer, viel treffsicherer, viel sozialer gehandhabt wurde, sodass man die Frage stellt, wieso schaut man nicht auf diese Beispiele und imitiert das? Frau Professor, Andreas Lunadon schreibt uns im Chat: Weltklimakonferenz 1988 in Toronto. Damals hat man diese Entwicklung schon vorhergesagt. Und man kann heute nicht guten Gewissens sagen, wir hätten alle nichts gewusst. Die Weltbevölkerung ist von 4,5 Milliarden auf heute rund 7,8 Milliarden angewachsen. Alles geschah so, als ob es diese Problemstellungen nicht gäbe. Warum wird so wenig getan? Was hindert uns daran? Ich möchte noch anfügen, Sie haben das so schön vorher gesagt, es wäre ein Gewinn an Lebensqualität, es wäre eigentlich der Weg, der uns glücklicher macht. Warum beschreiten wir ihn nicht? Ja, es ist einerseits schwierig, aber andererseits auch wieder leicht zu beantworten. Und ich denke, es sind verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist die individuelle Ebene. Menschen müssten Gewohnheiten ändern, um die Klimaziele zu erreichen. Und Gewohnheiten ändern ist schwierig. Das macht man nicht gerne und nicht leichtfertig. Das heißt, da braucht es wirklich Anreize, diese Gewohnheiten zu ändern. Und die werden nicht gegeben. Und gleichzeitig heißt Gewohnheiten ändern immer, dass man etwas loslassen muss. Und loslassen, man lässt nicht los, wenn man Angst hat. Und unsere Gesellschaft ist doch in vielen Bereichen von Angst geprägt. Und jetzt in der Corona, nach der Corona-Situation noch viel stärker. Es wurde ganz stark mit Angst gearbeitet in dieser Situation. Und daher ist sozusagen auf der individuellen Ebene ist es durchaus nachvollziehbar, warum sich nichts verändert oder es sich nur sehr, sehr schwer verändert. Auf der Ebene derer, die die Rahmenbedingungen für diese Veränderung schaffen sollten, gibt es natürlich ganz starke Interessen, die gefährdet werden durch Veränderung. Und das ist, da sind Machtstrukturen, um die es hier geht. Und Nico Paech hat vor kurzem einmal bei einem Vortrag gesagt, ein Politiker, der zwar versteht, was zu verändern wäre, kann das aber nicht tun, weil er weiß, dass er dann nicht mehr gewählt würde. Und zwar hat das einerseits den Grund, dass einfach zu wenig darauf verwendet wird, den Menschen verständlich zu machen, warum gewisse Änderungen notwendig sind, weil zwischen dem Verständnis, es muss etwas geändert werden, sozusagen man muss Klimaschutz betreiben und ich darf nicht mehr mein eigenes Auto haben, ist noch ein großer Schritt. Und vor allem, wenn man das so formuliert, ich darf das Auto nicht haben, und wenn man nicht sagt, du brauchst dich nicht mehr kümmern, ich stelle dir ein Auto zur Verfügung, das du verwenden kannst, wenn du es brauchst, aber andere verwenden es auch. Das sind sozusagen unterschiedliche
Herangehensweisen. Das passiert zu wenig. Das heißt, die positiven Seiten werden praktisch nicht gezeigt. Und das ist, glaube ich, hängt aber, glaube ich, auch mit den Machtstrukturen zusammen. Und ich weiß nicht, Nico Paech sagt, wir werden es nur ändern, wenn von unten, wenn genug Menschen Druck machen und der Politik zeigen, dass sie Änderung wollen. Sonst wird sich hier nichts ändern. Das ist ein Hinweis, den wir auch gerade im Chat erhalten haben, nämlich die Bedeutung des Engagements der Zivilgesellschaft. Kann sie die Politik zur Festlegung der erforderlichen Kostenwahrheit bei Energie, Lebensmittel, beim Ressourcenverbrauch bewegen? Oder welche Maßnahmen wirken in diese Richtung, in dieser Situation? Was kann uns da helfen? Ich glaube schon, ich sehe eigentlich wirklich in der Zivilgesellschaft und in den Bewegungen die eine Notwendigkeit, damit sich was ändert. Ich glaube aber gleichzeitig, dass auch die Wirtschaft gefordert ist. Ich meine, im Moment, und das ist, was ich vorhin gesagt habe, ich sehe schon auch Hoffnung, auch in dieser Hinsicht. Ich war vor kurzem gerade in Vorarlberg bei einer Diskussion und da hat ein Wirtschaftstreibender gefordert, dass die CO2-Steuer bei 400 bis 600 Euro liegen muss. Das kam aus der Wirtschaft, und weil er gesagt hat, nur so können wir rasch genug die Maßnahmen bekommen, die notwendig sind, um die Pariser Ziele einzuhalten. Und jemand anderer aus der Finanzwirtschaft hat gesagt, unter 100 Euro bleiben alle Maßnahmen wirkungslos, weil die die technologisch innovativen Ideen sich unter 100 Euro nicht rechnen. Das heißt, es kommt schon Druck aus der Wirtschaft, also offensichtlich noch nicht stark genug. Was halten Sie von einem Pro-Kopf-CO2-Budget? Das ist eine Möglichkeit. Die Frage ist, ob man dann nicht gleich zu einer Art einer Ressourcenwährung gehen müsste. Ja. Ob das nicht sinnvoller wäre, dass man sozusagen parallel zu den Euro auch eine Ressourcenwährung hat, irgendwelche Ressourcenpunkte, die einem zugeteilt werden. Und diese Ressourcenpunkte muss man bei jedem Kauf, bei jeder Dienstleistung immer mit auf den Tisch legen. Und wenn man die Ressourcenpunkte nicht mehr hat, dann nützt es auch nichts, wenn man die Euro hat. Das wäre eine Art, mit begrenzten Ressourcen umzugehen. Und es wäre auch eine Art, wie man wieder ein bisschen mehr Gerechtigkeit in die Welt bringen könnte. Man muss sich allerdings überlegen, irgendwelche Bestimmungen, die die Möglichkeit, diese Ressourcen zu verkaufen oder zu kaufen, irgendwie einschränkt oder begrenzt. Sonst gibt es nur einen zusätzlichen Druck auf die wirtschaftlich Schwächeren, auch noch ihre Ressourcenpunkte herzugeben. Wir haben noch eine Nachricht aus dem Chat erhalten, die an das Thema von vorhin anknüpft, nämlich das saubere Wasser ist für uns heute eine Selbstverständlichkeit. Daran würde, also das wäre furchtbar, wenn man damit zu tun hätte, dass Wasser verschmutzt wäre. Da wäre die Reaktion ganz, ganz harsch und für alle nachvollziehbar. Bei der Luft ist es anders. Luftverschmutzung gehen wir nicht annähernd so streng an. Warum tun wir uns da so schwer? Was hindert uns daran? Wir atmen das ja. Ich glaube, weil wir es nicht sehen und weil wir es nicht mit jedem Atemzug spüren. Also würde sozusagen das CO2 einen beißenden Geruch haben, dann würden wir wahrscheinlich schon anders reagieren. Aber es ist nicht so unmittelbar, nicht? Und es ist einfach, es ist nicht direkt, wir empfinden es nicht direkt. Das macht es schwieriger. Ich glaube, solange die Menschen den Schwefel vom Schwefeldioxid gerochen haben, solange die Wäsche, wenn man sie aufgehängt hat, grau wurde, weil da der Staub heruntergerieselt ist, da war sozusagen der Druck noch stärker. Zumindest sobald es ihnen wirtschaftlich ein bisschen besser gegangen ist. Nicht solange sie von der Fabrik absolut abhängig waren mit ihrem Einkommen, haben sie sich auch dagegen nicht gewehrt. Aber das fehlt beim Klima, die Unmittelbarkeit fehlt. Und wir haben schon ein, was auch altes Gehirn genannt wird, wir sind im Grunde genommen evolutionär ja darauf getrimmt, dass wir auf kurzfristige Gefahren reagieren. Also wenn eine Gefahr unmittelbar vor uns ist, dann ergreifen wir die Flucht oder greifen an oder was immer. Aber wir sind eigentlich nicht getrimmt, darauf längerfristig zu denken. Und
diese Diskrepanz zwischen dem, was evolutionär in uns selbstverständlich ist und was eigentlich die Zivilisation uns und das, der Intellekt uns beibringen hätte sollen, die ist immer noch sehr groß. Wir haben drei weitere Meldungen im Chat und die erste finde ich besonders spannend, weil sie unseren Blick weitet. Wir sind gewohnt, dass wir immer über Österreich, über unsere unmittelbare Lebensumgebung sprechen. Und da schreibt uns jemand, 60-70% der Menschheit leben in Armut. Und wie kann diese Armut wirksam bekämpft werden ohne Umweltzerstörung? Also ich habe nicht auf alles Antworten, aber ich glaube, ein wesentlicher Aspekt davon ist, dass wir uns nicht vorstellen dürfen, dass der Weg aus der Armut unbedingt der Weg ist, den wir gegangen sind. Also man kann sozusagen, es geht nicht darum, den Wohlstand zu erreichen, den wir haben. Also wir müssen von diesem Wohlstand ja herunter, weil es einfach nicht möglich ist, jedem Menschen den Ressourcenverbrauch zuzugestehen, den wir haben. Das heißt, wenn wir fair sein wollen, dann müssen wir mit unserem Ressourcenverbrauch herunter. Das heißt aber auch, dass sozusagen die Armut nicht in diesen Wohlstand, sondern eben direkt in ein glücklicheres Leben führt. Das heißt also sicher, dass man genug zu essen hat, dass man ein Dach über den Kopf hat, dass man sauberes Trinkwasser hat und so weiter. Das schon, aber das ist nicht mit demselben Ressourcenverbrauch verbunden, den wir jetzt haben. Trotzdem wird dort natürlich der Ressourcenverbrauch steigen. Und deswegen ist es so notwendig, dass wir rasch und weit herunterkommen mit unserem Ressourcenverbrauch. Und deswegen ist es so notwendig, dass zum Beispiel die Menschen, die jetzt noch keinen Strom zur Verfügung haben, dass die nicht über fossile Energien jetzt Strom bekommen oder über Atomenergie Strom bekommen, sondern gleich über erneuerbare Energien. Zumal die ja sehr oft in Ländern leben, wo Solarenergie reichlich vorhanden wäre, wenn man ihnen nur hilft, sie auch nützen zu können. Und dazu gibt es zum Beispiel den Green Climate Fund von der UNO, wo Österreich ja auch extrem begrenzte Mittel verpflichtet hat einzuzahlen. Nicht? Also es ging ja genau darum, dass die Industriestaaten den Entwicklungsländern helfen, einen vernünftigen Weg in Richtung nachhaltige Entwicklungsziele zu finden, der nicht mit diesem ungeheuren Ressourcenverbrauch verbunden ist, den wir jetzt haben. Die Bevölkerungsentwicklung lässt sich ja im weitesten Sinn vorhersagen. Und wenn man sich Afrika anschaut, Verdoppelung der Bevölkerung bis 2050. Was heißt das für die Klimakrise? Was bedeutet das? Wenn wir gleichzeitig dort Treibhausgasemissionen forcieren, indem wir zum Beispiel mit fossiler Energie arbeiten, dann ist es natürlich katastrophal. Und es ist auch so, wenn man sich die Modelle anschaut, dann sieht man ganz eindeutig, rein von den Treibhausgasemissionen her, wird die Klimazukunft von den Entwicklungsstaaten bestimmt. Nicht von den USA und nicht von Europa, nicht einmal von China, sondern im Grunde genommen von der Summe der vielen anderen Entwicklungsstaaten. Deswegen ist es so wichtig, dass dort was passiert, dass wir dort zu einem faireren Verhältnis kommen und technologisch helfen, damit die Emissionen nicht so ausschauen wie bei uns. Aber dazu gehört natürlich, und das ist ganz wesentlich, dazu gehört unser Vorbild. Wenn wir sagen, ja, wir kommen nicht ohne drei Autos pro Familie aus und ohne Fernsehschirm, der eine ganze Wand bedeckt, dann kann ich dem Menschen in Mali nicht sagen, aber du bitte kriegst nur ein Fahrrad und Fernsehen brauchst du überhaupt nicht. Deswegen ist das Vorbild wichtig. Es geht nicht so sehr darum, dass unsere Emissionen so stark reduziert werden, sondern dass wir durch unser Vorbild zeigen, dass wir auch anders leben können und bereit sind, anders zu leben. Frau Professor, wir haben eine ganze Reihe von Fragen noch erhalten. Jetzt muss ich Sie, soweit das möglich ist, um knappe Antworten bitten, dass wir möglichst viele davon noch dran nehmen. Die erste Frage repliziert noch einmal auf die Covid-19-Krise. Und zwar fragt uns jemand, stellen Sie sich vor, man würde denselben technologischen Beitrag, dieselbe Summe in die Forschung investieren, die man jetzt bei Corona investiert hat,
würde man in den technologischen Beitrag für die Bekämpfung des Klimawandels investieren. Wie groß wäre der Effekt? Ja, gewisse Bereiche wären wichtig, wie zum Beispiel Batterien. Aber im Großen und Ganzen geht es nicht um neue Technologien. Wir haben die Technologien. Es geht um das gesellschaftliche Umdenken und die politischen Vorgaben, damit man das, die Technologien, die da sind, auch wirklich nützt. Und natürlich eben auch sozusagen eben dieses hin zu Lebensqualität, zu Lebensstandard. Und dazu brauche ich keine Technologien. Wenn ich Forschung brauche, dann brauche ich sie eher im sozialwissenschaftlichen und im psychologischen Bereich. Zwei Fragen holen das Thema wieder zu unserem persönlichen Lebensbereich zurück. Die erste Frage stellt so das persönliche Vorbild jetzt einmal sozusagen in Frage. Welchen Sinn macht das persönliche Vorbild für ein möglichst klimaneutrales Leben? Man könnte ja auch sagen, ich bin so klein, meine Auswirkung wird keine Rolle spielen. Die zweite Frage lautet, bei den Szenarien, die Sie aufgezeigt haben, darf man da überhaupt noch öffentliche Straßen bauen und zugleich die Bevölkerung ermahnen, öffentlichen Verkehr zu benutzen? Das ist eigentlich ein Widerspruch. Das persönliche Vorbild halte ich für ausgesprochen wichtig, weil es eindeutig erwiesen ist, dass Vorbild wesentlich wirksamer ist wie jedes Reden, Sprechen, Lesen oder sonst was. Also jemand, der es vorlebt, ist viel wichtiger als jemand, der darüber redet. Daher, ich glaube, man kann das persönliche Vorbild gar nicht hoch genug schätzen. Es wird natürlich besonders wirksam dann, wenn man auch darüber redet, wenn man erklärt, warum man das tut, dass das nicht ein Verzicht, sondern ein Gewinn ist. Also ich kann nur persönlich sagen, ohne es auszuführen, seit ich umgestiegen bin darauf, dass ich mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre, ja, das ist einfach ein Qualitätsgewinn gewesen, den ich mir vorher nicht vorgestellt habe. Also das Vorbild ist einfach wichtig. Und das zweite war, kann man überhaupt öffentliche Straßen guten Gewissens bauen und die Leute auffordern, öffentlichen Verkehr zu benutzen? Ja, ich meine, welche Straßen braucht man? Im Großen und Ganzen würde ich meinen, dass unser Verkehrsnetz dicht genug ist, vor allem, wenn wir aufhören mit der Zersiedelung. Es ist ja derzeit so, dass wir in Österreich einen katastrophalen Zustand haben, wo wir einfach immer mehr versiegeln. Und zwar nicht zuletzt dadurch, dass wir nicht die Ortskerne verdichten, sondern dass sozusagen jeder versucht, möglichst für sich allein im Grünen zu leben. Und dann müssen wir überall Straßen hinbauen, dann müssen wir überall alle Netze ausbauen. Das ist im Grunde genommen eine ungeheure Ressourcenvergeudung. Das heißt, die eine oder andere Straße wird man brauchen. Ich glaube nicht, dass man Hochleistungsstraßen braucht oder zumindest wenn, dann sicher nur sehr wenige. Und dass man eigentlich sich wirklich auf den öffentlichen Verkehr, aber auch auf Raumordnungsveränderungen einstellen muss. Das heißt auch, dass die Einkaufszentren nicht am Ortsrand oder zwischen den Orten liegen, sondern dass man wieder im Ortszentrum einkaufen kann. Und da sind genügend oft kleine Maßnahmen, wie dass man zum Beispiel die Apotheke und die Post nicht an den Ortsrand verlegt, damit der Ortskern wirklich belebt bleibt. Wir haben eine ganze Reihe von Vorschlägen erhalten, was man tun könnte, aber vorab noch eine kleine Bitte um Information. Und zwar schreibt uns jemand, die schwindende Schneebedeckung in den österreichischen Alpen und in den Alpen insgesamt. Um wie viel Prozent ist die Schneedecke in den vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen? Wo findet man da passende Informationen? Haben Sie eine Quelle, die Sie uns geben können? Also es gibt den Sachstandsbericht Klimawandel, der im Jahr 2014 erschienen ist. Der findet sich auf der Homepage des Climate Change Center Austria, CCCA, also www.ccca.at ist die Homepage. Dort kann man diese Sachen gratis herunterladen. Da gibt es auch jedes Jahr einen Klimastatusbericht. Auch da stehen solche Informationen drinnen. Ja, wenn es für eine bestimmte Region ist, dann müsste man natürlich genauer hinschauen. Da kann man auch von der Zentralanstalt für Meteorologie oder Geodynamik Informationen bekommen. Also die Informationen sind verfügbar und sie sind natürlich nicht für ganz Österreich gleich.
Also der Rückgang der Schneedecke hat natürlich eine Höhenabhängigkeit, aber nicht nur, sondern auch eine Frage Nordalpenseite, Südalpenseite. Aber Sie finden einen Überblick in diesen Sachstandsberichten. Im Übrigen auch in einem, der vor einem Jahr erschienen ist, das ist ein Spezialbericht über Klimawandel und Tourismus. Und nachdem der Tourismus in Österreich doch auch sehr stark ein Wintertourismus ist, sind natürlich auch diese Daten dort drinnen zu finden. Vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, Sie werden die Adressen nachher bei uns im Chat noch vorfinden und können das in Ruhe dann über Copy-Paste übernehmen. Wir haben zwei spannende Vorschläge vorliegen. Das erste ist, ein Lobbyregister wäre ein erster Schritt, den Menschen die Augen zu öffnen. Und das zweite, ein weiterer großer Schritt, wäre Nahrungsmittelimporte zu erschweren. Das würde dann unseren Bauern auch jene Achtung zuteil werden lassen, die sie längst verdienen. Und wir müssen uns sowieso selber versorgen können, weil die Corona-Krise auch gezeigt hat, wie wir miteinander umgehen, dass wir einander nicht einmal Beatmungsgeräte gönnen, respektive uns gegenseitig helfen. Man kann nur schwacher ahnen, was geschehen würde, wenn die Nahrungsmittel knapp werden. Können Sie mit beiden Gedanken etwas anfangen? Durchaus. Bei uns hat Lobbyieren einen sehr schlechten Beigeschmack. Ja. Und ich denke zu Recht, weil es unter der Decke passiert. Wenn das Lobbyieren völlig transparent ist, dann ist es ja völlig legitim. Es ist ja legitim, dass man für seine Interessen eintritt. Aber es sollte offen passieren, weil dann kann man auch über Lösungen reden. Wenn man nicht weiß, welche Interessen von wem mit welchen Rahmenbedingungen sozusagen angeboten werden, dann wird das schwierig. Ob das bis ins Letzte immer funktioniert, ist eine andere Frage. Aber vom Prinzip her, glaube ich, ist ein Lobbyregister eine Notwendigkeit, sich als Lobbyist zu registrieren und auch eine Dokumentation dessen, welche Lobbyisten sich bei wem gemeldet haben. Und nicht nur, dass wenn man sich vor das Zimmer eines Ministers stellt und schaut, wer da ein- und ausgeht, sondern dass das wirklich transparent wird. Das wäre sicher schon einmal hilfreich. Was die Lebensmittelimporte betrifft, ich glaube, der Hinweis darauf, dass wir Resilienz brauchen, ist ein ganz wichtiger, nicht nur im Lebensmittelbereich, sondern ganz allgemein. In einer Welt, die zunehmend unsicher wird, auch bezüglich Frieden, Terrorismus. Also wir sind einfach in einer Umwälzung begriffen und Umwälzungszeiten sind immer schwierige Zeiten. Da sollte man schauen, dass man möglichst viel sozusagen im eigenen Land oder auch sogar in der eigenen Region zur Verfügung hat. Und das betrifft natürlich ganz wesentlich Lebensmittel, aber auch die Hilfsmittel, die man dafür braucht. Also wenn der Chip, der den Traktor fahren lässt, nur in Fukushima erzeugt wird, dann fehlt er halt, wenn dort etwas passiert. Das kann bis zu einem gewissen Grad Protektionismus sein. Ich sehe es aber weniger als Protektionismus, sondern ich sehe es wirklich eher so, dass man einfach diese Resilienz schafft. Und das kann man auf verschiedene Weise. Das kann man, indem man Importe verbietet. Das würde ich aber weniger so sehen, sondern eher, dass man schaut, dass es eine Kostenwahrheit gibt. Und dass man Importe dann verbietet, wenn sie mit Ausbeutung von der Natur oder von Menschen verbunden sind. Und dass man dort eher dann eben über Einfuhrsperren oder auch Zuschlägen, Preiszuschlägen dafür sorgt, dass die heimisch produzierten Lebensmittel einfach die attraktiveren sind, auch preislich die attraktiveren sind. In der Landwirtschaft muss sich aber darüber hinaus auch noch sehr viel ändern, weil es hier wirklich auch um ein anderes Denken geht. Gerade in der Landwirtschaft sollte man eigentlich ermöglichen, dass wirklich die Gesundheit der Böden, der Menschen im Vordergrund steht und das mit einem vertretbaren Einkommen verbunden ist. Und nicht, dass man, um ein vertretbares Einkommen zu erzielen, man auf Gesundheit verzichten muss. Herr Professor, gegen Ende unserer Diskussion kommt jetzt noch einmal die CO2-Thematik. Wie wichtig ist in Ihren Augen eine progressive CO2-Bepreisung? Also wenn man bei der 30 Euro anfängt, dann ist die ganz wichtig. Und ich denke, das wäre vielleicht ein Ausweg für die Bundesregierung, wenn man die Progression wöchentlich macht. Dann kommen wir relativ bald dorthin, wo wir eigentlich hingehören.
Aber ja, also das ist ganz wesentlich. Wobei einem schon klar sein muss, dass im Grunde genommen das ja viel zu kurz gedacht wird. Nicht? Ich kann eine ganz hohe CO2-Steuer ansetzen, dann kriegt der Einzelne auch viel mehr zurück. Und der Anreiz zu sparen wird ja viel größer. Wenn ich sparen soll wegen 100 Euro oder 133 Euro, vielleicht auch 200 Euro, dann ist das für die meisten Menschen kein Anreiz. Wenn ich aber eine hohe Steuer zahle und dafür aber auch Tausende zurückkriege, dann schaut das ganz anders aus. Das ist psychologisch ganz anders, wenn es auch in der Bilanz vielleicht nicht so viel Unterschied macht. Das heißt, das ist ein Aspekt, an den man viel mehr denken müsste. Und der ja auch, und das ist vielleicht noch etwas Zweites, was man dazu sagen muss. Im Grunde genommen ist das ja nur eine vorübergehende Steuer, nicht? Weil wenn sie wirksam ist, dann gehen ja die CO2-Emissionen zurück. Das heißt, es geht auch die Steuer zurück. Also es ist sozusagen etwas, was am Anfang stark steigt, wenn es Wirkung entfaltet, dann auch wieder absinkt. Das heißt, es ist eine Übergangsphase. Und ich glaube, es geht darum, dass man diese Übergangsphase möglichst rasch hinter sich bringt. Das tut dem Klima gut und das tut, glaube ich, auch dem Umdenken bei den Menschen gut. Allerdings, und dann noch einmal, es muss sozial ausgewogen sein. Und das heißt, ich kann es nicht nur an dem festmachen, was an der Zapfsäule passiert. Ich muss auch die Heizung berücksichtigen. Also jetzt ist es so, der Unterschied zwischen Stadt und Land wird begründet damit, dass man am Land das Auto braucht. Okay, wenn es wirklich das Land ist, wenn es der Speckgürtel von Wien ist, dann frage ich mich schon, ist das wirklich der Bereich, den man belohnen möchte? Aber es muss ja ganz wesentlich, ich meine, heizen muss jeder in der Stadt und in anderem Land. Und bei den steigenden Gaspreisen dann auch noch sozusagen die Städter zu weniger zu beteiligen, obwohl dort wahrscheinlich viel mehr Menschen leben, die es schwer haben, ihre Wohnung im Winter zu heizen. Da sehe ich also schon ein ganz krasses Missverhältnis und einen absolut unsozialen Ansatz. Herr Professor, wir haben eine wunderbare Schlussfrage geschenkt bekommen. Eigentlich könnten Sie sich in Pension zurücklehnen, ganz gemütlich Ihr Leben genießen und all diese Fragen gar nicht mehr behandeln. Tatsächlich aber sind Sie im Wiener Klimarat, der im September 2020 das erste Mal getagt hat, beratend für die Stadt in Sachen Klimaschutz tätig. Und die Frage, die wir geschenkt bekommen haben, lautet, was gibt Ihnen eigentlich die Hoffnung und die Kraft, trotz all dieser massiven Widerstände für die notwendige Veränderung zu kämpfen, den Mut und die Zuversicht nicht zu verlieren? Was motiviert Sie? Ich muss gestehen, dass es natürlich Phasen, Tage, Stunden gibt, wo ich die Zuversicht verliere. Aber ich glaube, man kann sich immer wieder aufbauen. Was einem Kraft gibt oder was mir Kraft gibt, ist, dass es einfach immer mehr Menschen gibt, die sich auch dafür einsetzen. Und letzten Endes ist es eine ethische Frage. Kann ich, darf ich mich zurücklehnen, solange ich noch etwas beitragen kann, wenn es so an der Kippe steht, wie es unseren Kindern und Enkeln gehen wird. Da glaube ich, wird einfach von jedem, glaube ich, muss jeder in sich selber spüren, dass man nicht in Pessimismus verfallen darf, sondern dass man dafür kämpfen muss, dass es eine bessere Zukunft gibt. Und das ist ja das Schöne. Sie könnte so viel besser sein. Es geht nicht nur darum, das Schlechte zu verhindern. Es geht wirklich um eine bessere Zukunft. Und die ist greifbar, die ist möglich. Wir wissen, wie es geht. Wir müssen nur genug sein, die es auch umsetzen wollen. Und da möchte ich halt mein Schärflein beitragen. Frau Professor, vielen herzlichen Dank für Ihren Beitrag, für die Diskussion, die wir heute hatten. Wir haben unendlich viel davon profitiert. Das Überdenken der eigenen Rolle, der eigenen Identität kann durchaus auch ein lustvoller, ein gewinnbringender Prozess sein. Das muss nicht immer mit Verzicht einhergehen. Ich danke Ihnen herzlichst. Ich danke Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, für die rege Diskussion, für alle Ihre Beiträge. Ich hoffe, dass wir alle berücksichtigen konnten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und Ihnen, Frau Professor, alles Gute nach Wien. Danke, dass Sie beim gesellschaftspolitischen Stammtisch dabei waren. Auch das nächste Mal diskutieren wir mit spannenden Gästen aktuelle Fragen und Themen, die Sie beschäftigen.
Melden Sie sich für den Newsletter an und Sie erhalten rechtzeitig alle Informationen. So verpassen Sie nichts mehr. Den Link finden Sie unten in der Infobox. Und natürlich Kanal abonnieren nicht vergessen und wir freuen uns über einen Daumen hoch, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal!